sind, aber es sind echt unglaublich viele. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele Leute für einen Block auf die Straße gehen. Danke, danke. Es haben jetzt ziemlich viele Leute ein paar Sachen zur Pressefreiheit und zum Nichtstun des Generalbundesanwalts zur Geheimdienstüberwachung gesagt. Ich möchte mal zwei andere Dinge betonen. Erstens, zu den Inhalten, die wir veröffentlicht haben, von dem angeblichen Landesverrat. Wir haben enthüllt, dass der Verfassungsschutz Massendaten im Internet überwacht. Wir haben enthüllt, wie er eine neue Einheit zum Aufbau der Internetüberwachung aufbaut. Über 75 Spione sollen Chats und Facebook überwachen, Bewegungsprofile und Beziehungsnetzwerke erstellen und sogenannte verdeckte Informationen erheben. Genau darauf setzen wir seit Jahren hin. Die da drin vom Justizministerium beschlossen wird. Jetzt haben wir schwarz auf weiß, dass genau das, wovor wir warnen, auch gemacht wird. Man kann über diese neuen Befugnisse geteilter Meinung sein. Wir werden zum Beispiel nicht mal unsere Meinung darüber zu sagen. Aber um sich darüber eine Meinung zu bilden, muss man erstmal die Fakten kennen. Und dafür ist investigativer Journalismus so notwendig und genau das tun wir mit unserer Arbeit. Verfassungsschutz geht zum Beispiel erstmal hervor, wie die Spione Server anzapfen wollen. Dabei fallen nicht nur Daten von verdächtigen Einzelpersonen an, sondern massenhaft Daten hunderter oder sogar zehntausender Internetnutzer. Auch das für den Inlandsgeheimdienst, der im Gegensatz zum BND eigentlich keine Massenüberwachung durchführen darf, erlaubt ist, ist eine ungeklärte Frage. Der Bundestagsabgeordnete wie Hans-Christian Ströbele sind zum Beispiel der Meinung, dass diese Serverüberwachung, die wir enthüllt haben, für den Verfassungsschutz nicht erlaubt ist, also illegal. Aber diese Bewertung können selbst Abgeordnete erst abgeben, wenn sie davon überhaupt wissen. Und das geht nur durch konsequenten Journalismus. Komme ich zu meinem zweiten Punkt, durch Informanten, durch mutige Informanten. Wir befinden uns im Jahr 2 nach Snowden. Ohne seinen Mut wären wir weiter die paranoiden Aluhutträger. Wir hätten keinen Untersuchungsausschuss und Sascha Lobo würde auf Spiegel Online immer noch über Emojis schreiben. Selbst die Bevölkerung in westlicher Demokratie fahren erst durch Whistleblower und Medien. Was Geheimdienste in ihren Namen und mit ihren Steuergeldern überhaupt anstellen. Und nicht erst der Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Bundestag macht für alle deutlich, wie die öffentliche Kontrolle dieser Institutionen komplett versagt. Das zeigt, dass Geheimdienste Fremdkörper in Demokratien sind. Aber wenn Exekutive, Legislative und Judikative diese staatlichen Institutionen nicht adäquat beaufsichtigen können, braucht es mutiger Menschen in den Machtapparaten, um auf Missstände hinzuweisen, damit Medien als vierte Gewalt ihre Arbeit machen können. Die letzten 48 Stunden waren wirklich aufregend und haben Mut gemacht. Aber eigentlich will ich gar nicht auf Bühnen stehen oder auf Titelseiten abgedruckt werden. Ich will eigentlich nur meine Arbeit machen und berichten. Und dafür brauchen wir mehr Whistleblower. Da wir nun nicht mehr nur Geheimdienste, sondern auch das BKA am Arsch haben, müssen wir natürlich vorsichtig sein. Aber das sind wir immer. Aber auf unserer Webseite steht eine Postadresse. Da könnt ihr gerne anonyme braune Briefumschläge einwerfen. Und wir haben natürlich auch E-Mail-Verschlüsselung. Hier gibt es unseren Private Gear, hier gibt es unseren Fingerprint. Schickt uns verschlüsselte E-Mails. Wir wollen mehr Dokumente, mehr Whistleblower, mehr Unbekannte.